ein günstiger und trotzdem hochqualitativer Biwaksack, den es in zwei Größen gibt. Also so auch, dass man nochmal einen größeren Menschen mit noch extra Gepäck hineinbekommt. Wenn dich das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du bei diesem kleinen Video mit dabei bist. Heute soll es um den Salewa Biwibag PTX 2 gehen. Es gibt ihn auch in einer Einmann-Variante. Dort gelten natürlich andere Packmaße, als es bei diesem schönen Stück der Fall ist. Links zu verschiedenen Biwaksäcken sowie zu dem natürlich auch findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken, das sind Affiliate-Links, wo ich mit Provision beteiligt werde. Diesen Biwaksack hatte ich jetzt zum Beispiel auf dem Westweg die zweite Hälfte mit dabei, dann teilweise in der Lüneburger Heide mit dabei, auf verschiedensten kleinen Outdoor-Abenteuern und. Es ist die Zweimann-Variante, das heißt, ich bekomme selbst noch in diesen Biwaksack neben mich den Rucksack mit rein, so breit ist der tatsächlich. Jetzt, wo ich mit Hund unterwegs bin, benutze ich natürlich weniger Biwaksack, als es vorher der Fall war, aber vorher war gerade diese extra große Variante besonders geil. Kommen wir aber, bevor ich mit meinem Fazit anfange, erstmal zu den harten Fakten über diesen Biwaksack. Der ist, seit ich ihn gekauft habe, im Preis gestiegen, zumindest als ich nachgeguckt hatte. Ich habe ihn, glaube ich, für 72 Euro gekauft und für 90 Euro hatte ich ihn jetzt gerade gesehen. Aber da findet ihr bestimmt, wenn ihr auch ein bisschen rumsucht oder es auf eure Liste setzt und dann Price Alert macht, da kann man ja alles Mögliche machen, ne? Amazon zeigt einem das ja an, dann findet ihr den bestimmt auch noch mal günstiger, bekommt den auch günstiger etc. Mit mitgelieferten Packsack hat das Ding hier 770 Gramm und ein Packmaß von ungefähr 14 x 28 cm. Das kommt aber auch ein bisschen darauf an, wie gut ihr im Verpacken seid. Auf dem Verpackungssack befinden sich hier zum Beispiel Notsignal abgeben in alpinen Situationen, Recovery Position, also wie man sich hinlegen soll, wenn man gerettet werden möchte, wie man anzeigt im Helikopter, dass man Hilfe braucht und dann auch für Rufnummern zum Beispiel von Europa, Russland, Argentinien, Ecuador, Peru und Chile. Also so das meiste, wo so große Wanderrouten zum Beispiel auch mal langführen und Bergregionen da sind. Der Packsack selber hat ein klein bisschen so eine Art von Ripstop-Optik. Ja, ne, also ist ein bisschen gewebemaschig gemacht worden, aber jetzt nichts Besonderes. Wir haben einen Rollverschluss als Packsack und an diesem Clip, hier oben ist auch nochmal eine Pfeife dran. Ne? Ob man jetzt überall eine kleine Signalpfeife dran braucht, ist natürlich die andere Frage. Wenn wir den Packsack aufmachen, kommt hervor ein Biwaksack. Dieser Biwaksack ist am Boden grau und obendrauf rot, denn er ist auch gedacht als Notbiwaksack vor allen Dingen. Das heißt natürlich, wer eine gedeckte Farbe haben will, ist hier vielleicht nicht so ganz gut mit beraten. Es ist allerdings auch kein stark auffälliges Rot. Also es ist jetzt nicht so, dass es neonfarben durch den ganzen Wald leuchtet. Es ist eigentlich mehr so dann auffällig, wenn man oben in den Bergen drin ist und sich ein bisschen damit vom Stein etc. abhebt. Der Biwaksack selber ist komplett aus Polyolythyran. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall einem möglichst atmungsaktiven Material. Aber im Endeffekt ist das natürlich Kunststoff. Das Atmungsaktiv trifft hier auch so gut es wie einem beim Biwaksack zutreffen kann schon zu. Aber ihr müsst euch immer bewusst machen, ihr habt nur einen kleinen begrenzten Raum, der euch ja vor Regen schützen soll. Der soll ja absolut wasserdicht von oben sein. Und wenn ihr in den Biwaksack reinatmet, also ihn komplett zumacht, dann wird sich immer Kondenswasser in einem gewissen Maße bilden. Das lässt sich nicht verhindern, besonders bei niedrigen Außentemperaturen. Das heißt, ihr atmet warm aus und sozusagen euer Atem, ja, wird sofort schlagartig runtergekühlt an der Oberfläche vom Biwaksack und dann bilden sich da halt die Wasserperlen. Das ist vorkommend im Winter ein bisschen mehr, wie ich es ja gerade erwähnt hatte, als im Sommer. Aber für einen Biwaksack ist das schon relativ gut. Der Einstieg in den Biwaksack ist einfach. Wir haben einen beidwegigen Reißverschluss, der bis in die Mitte fast vom Biwaksack herunterreicht auf beiden Seiten. Das heißt, wir können sozusagen ein großes Krokodilmaul aufmachen und komplett reinkriechen. Und wie ja bereits erwähnt, sogar noch einen Rucksack an die Mitte reinschieben. An die Seite meine ich natürlich. Beziehungsweise könnt gucken, je nachdem wie lang ihr seid, vielleicht auch noch unten ans Fußende oder unter euren Kopf legen. Über dem Kopfeingang befindet sich ein kleiner Kordelzug.
den könnt ihr, wenn ihr eine Ridgeline habt zum Beispiel oder irgendeinen anderen Ast sozusagen oben anbinden, dann habt ihr einen relativ großflächigen Bereich um euren Kopf herum, der dann frei ist, sodass euch der Biwaksack nicht ins Gesicht reinhängt, sondern dass ihr wirklich so fast schon wie ein kleines Zelt einen oberen Kopfbereich habt, in dem ihr vielleicht lesen könnt oder was weiß ich machen könnt. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, wenn ihr könnt, das so abzuspannen, denn so könnt ihr natürlich auch nochmal verhindern, dass zu schnell Kondensation an die Wand, an die Innenwand vom Biwaksack herankommt. Das heißt, es ist absolut empfehlenswert, den einmal dann richtig aufzubauen. Ihr braucht bei normalen Walduntergründen keine extra Unterlage, weil der Boden schon relativ viel aushält. Wenn ihr euch natürlich auf sehr spitzem Stein und Ähnlichem rauflegen wollt, dann wäre eine Unterlage nochmal besonders empfehlenswert. Vor allen Dingen, wenn ihr natürlich eine aufblasbare Matte als Isomatte drinnen verwendet. Ich benutze gerne in diesem Biwaksack drinnen meine Thermarest Ridge Rest, also eine reine Schaumstoffmatte. Und das funktioniert einfach wunderbar. Ne? Ist eine gute Kombination, man hat relativ viel Platz drin, sehr viel Komfort und das Ganze für ein relativ geringes Gewicht insgesamt. Ne? Denn natürlich wiegt das Ding zusammen mit meiner Isomatte nicht mal so viel, wie mein Zelt alleine wiegt. Falls ihr noch ein bisschen den Komfort erhöhen wollt, empfehle ich natürlich, ein Tarp mit dem Biwaksack zusammen zu benutzen. Dann könnt ihr sozusagen ein bisschen oben offen lassen, den Kopfbereich, habt so gar keine Probleme mehr mit der Kondensation. Und mückentechnisch müsst ihr dann halt mal gucken, weil hier ist kein integriertes Mückennetz dabei, ob ihr da eine andere Lösung findet, vielleicht etwas annäht, anklebt etc. Der Reißverschluss übrigens ist natürlich überlappend gestaltet. Das heißt, wenn ihr den Biwaksack aufmacht an der Seite, dann ist da trotzdem eine kleine Überlappung, sodass in die Reißverschlussnähte keine Feuchtigkeit hineingelangen und somit auch zu euch keine Feuchtigkeit hineingelangen kann. Tja, das waren die ganzen trockenen Fakten. Kommen wir doch mal zu meinen Erlebnissen und meinem Fazit von diesem Biwaksack. Ich war mit dem zum Beispiel auch auf der Harzer Hexenstieg-Tour, wo ich einen kleinen Survival-Ausflug in die Schneelandschaft gemacht habe, der ja auch ordentlich schief gegangen ist, ehrlich gesagt, ne? Weil mir da, ich habe den leider offen gelassen und dann ist mir von oben eine Schneeladung in den Biwaksack hineingefallen. Das war natürlich Blödheit von mir. Ansonsten hatte ich noch nie ein Wasserproblem oder sonst irgendwas. Selbst wenn es stark drauf geregnet hat, war das kein Problem. Natürlich benutze ich den meistens. Ich habe ihn nicht immer so benutzt, aber meistens mit einem Tarp zusammen, was natürlich die Wasserdichtigkeit nochmal erhöht, den ganzen Komfort nochmal erhöht und auch gewichtstechnisch jetzt nicht so ins Gewicht fällt, weil der hier zusammen mit einer Isomatte der Thermarest Ridge Rest und noch ein Tarp dazu wiegt immer noch nicht so viel, wie mein gesamtes Zelt wiegt zum Beispiel. Und ein kleiner Down-Schlafsack zum Beispiel dazu, dann sind wir erst beim Gewicht vom Zelt. Und da habe ich hier mit diesem Biwaksack schon ein komplettes Schlafsetup. Meiner Meinung nach ist Biwaksack halt vor allen Dingen für die Sommerzeit sehr zu empfehlen, wenn man wenig Gepäck dabei haben möchte und ein bisschen mehr Tuchfühlung zur Natur auch haben möchte. Denn da hatte ich ihn auch gerne dabei beim Westweg und da hat das alles super funktioniert. Wir hatten durchgehend 20 Grad, in der Nacht ungefähr 8 Grad und das hat funktioniert wie die 1 bei Regen, bei Wind, bei Sonnenschein. Ein kleiner Biwaksack um den Schlafsack rum ist in den wärmeren Monaten auf jeden Fall meine favorisierte Reisemethode, solange es zumindest in der Nacht über 5 Grad bleibt und auch nicht zu, sagen wir mal, dauerhaft schlechtes Wetter ist, weil dann ist der Komfort von einem Zelt ja doch nochmal etwas, was sehr viel wert ist. Ne? Da hat man schon ein bisschen mehr Rückzugsort, als das in so einem Biwaksack der Fall ist. Vor allen Dingen, wenn man dann auf Mehrtagestouren unterwegs ist. Trotzdem ist der Biwaksack vor allen Dingen bei gutem Wetter oder eher kürzeren Touren sehr, sehr beliebt bei mir. Tja, das war der Saleva Biwi-Bag PTX in der 2-Personen-Variante. Es gibt auch nochmal die 1-Personen-Variante. Was ich noch vergessen hatte, harter Fakt, den ich ganz vergessen habe. Das Ding ist ausgerollt, 210 cm lang und 140 cm breit. Ja, ihr habt richtig gehört, 140 cm breit, das ist fast Niveau von kleinen Betten. Das ist natürlich allerdings auch so, dass das ja nicht gerade liegt, sondern dass das ja so gewellt ist durch euch. Ne? Also da sind 140 cm dann auf einmal ein bisschen weniger als vielleicht vorher. Ne?
aber es ist trotzdem sehr, sehr viel. Und eine Ein-Personen-Variante spart man sich natürlich nochmal, ich glaube, fast 300 Gramm Gewicht. Also eine Überlegung wert. Meine Frage an dieser Stelle an dich. Womit schläfst du denn am liebsten draußen? Mit einem Zelt? Mit einem Biwaksack? Hängematte ist natürlich auch bei mir mittlerweile sehr beliebt. Einfach mal ein bisschen diskutieren, da würde mich eure Meinung auch einfach interessieren. Ansonsten war es das mit diesem kleinen Video zu dem Salewa Biwaksack. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest etwas mitnehmen. Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Hier links und rechts oben findest du weitere Ausrüstungsvideos, ne? Typisch auf meinem Kanal. Und unten in der Beschreibung immer alles, was du brauchst. Ansonsten frag mich in einem Kommentar, dann kann ich darauf antworten. Und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.